Moin! Ja, wir wollen heute ein bisschen weitermachen in der Werkstatt. Und die ganzen Schlüssel will ich lieber in die andere Werkstatt haben, weil die Wand soll ja sowieso irgendwann weichen. Gegebenenfalls werde ich aber, hier sind ja, müsste ich noch ein paar Schlüssel zu haben, aber ja auch nicht super viele, dass man Teil in der Werkstatt hat und Teil kommt dann noch an diese Wand hier. Ich glaube, das wäre auch noch sehr sinnvoll, dass man sich das so ein bisschen aufteilt. Oha, jetzt werden gerade die Fleischpakete geholt. Da seht ihr, da kommt der Versanddienstleister. Holt die jetzt gleich ab. Top, dann geht das auch auf den Weg. Ja, ich werde das einmal hier abschrauben. Ich denke, das wäre wirklich sehr sinnvoll, so ein Brett sich nochmal zu machen und dann hier oder da an so ein Brett zu hängen, dass wir dann halt Schlüssel in beiden Werkstätten parat hätten, wenn man hier vorne schnell schraubt oder da hinten. Ja, so. Aber erstmal sollen wir das abkriegen. Ich habe hier diese Schlagschrauben drin. Na, das ist nicht der richtige Bit. Passt hier besser. Der ist auch noch zu klein. Oh, Leute. Das ist ja Mist. Die kriegst du immer so schwer wieder ab. So. Da dübelst du hier nur und haust diese Schrauben mit Dübel zusammen rein. Und dann hält das. Die wollen alle, nur der hier nicht. Den habe ich am Anfang schon zu hart übergenackelt. Ja, vielleicht kommt er ja auch so. Ich hoffe, der Plan geht auf, ohne dass ich alle Schlüsse abnehme. Ihr wisst ja, nur wisst, nur Fun, ne? So. Da sind auch noch welche. Gottverdammt. Das sollte auch halten. Die Wand ist nicht so geil hier zum Schrauben oder zum Dübeln, deswegen. Deswegen habe ich auch Hoffnung, dass der unten kommt. So. Ja, hier habe ich mir schon Styropor reinklamüstert, dass das schön ja nicht so zieht. Ne? So, und jetzt wollten wir das hier eigentlich schön aufhängen. Ganz hier rüber. Dann sind wir noch zu weit weg vom Holz. Und doch noch eine längere Schraube. Oh je, die 180er sind leer. Ich habe jetzt nur noch 140er. Aber ob die lang? Huch. War das. Ey. Andere waren ja schon 130er. Ja, Schrauben habe ich jetzt erstmal bestellt. Ich komme leider nicht so schnell jetzt los. Ich denke, im Internet bin ich da deutlich teurer. Und, naja, aber es macht es immer einfacher, weil du dann Zeit sparst. Einmal ein Paket, 6x180, dann muss ich hier vor Ort nochmal wieder ordentlich einen Satz kaufen, dass ich da ein bisschen was auf Lager habe. Ne? Naja, wir wollen jetzt noch so eine Kabelrolle hier aufhängen. Die habe ich mir auch noch besorgt für die Werkstatt, weil die andere bleibt auch in einer anderen Werkstatt. Es ist ja. Es sind aber zwei Werkstätten. Ich habe jetzt keine, wisst ihr, das ist so der Sinn und Aspekt von dem Ganzen.
Kram hier, dass wir das ein bisschen aufteilen. Jetzt muss ich hier schnell mal einmal durchmessen. So, das sind dann, das ist hier die Hälfte, ne? Ne, das sollte man natürlich gerade machen. 1,10 Meter, dann sind wir bei 55, dann sollte ungefähr die Hälfte. So genau kommt es dann auch nicht, aber ja. So halbwegs. So, dann sollen wir das noch ein bisschen in Lot haben. Oh, das sind diese Scheißsteine immer dann, ne? Hier ist ja auch gerade, ja klar, weil ich hier die Mitte rausgesucht habe. Clever. Da oben hält er da schon mal ein bisschen. Oh, das wird ein Gedicht. So, da sind jetzt extra hier so Spezialdübel mit. Die wollen wir dann auch so nutzen. Nun habe ich schon mal ein paar Sachen mehr angebracht, ne? Da oben für so Dosen und da kann ich Flaschen ranhängen, das ist doch super. Dann hänge ich hier meine Schraubenzieher, mehr brauche ich hier eigentlich gar nicht, da will ich gar nicht so viele haben. Und hier bin ich noch so ein bisschen Korb, wo man dann so Kleinkram reinlegen kann. Nur ich habe schon gesehen, ich bin da ja, ein bisschen eng dabei. Naja, aber es geht gerade so, habe ich nicht falsch berechnet. Hier kann ich die kleinen Flex hinhängen, das ist schon mal super. Und hier auf der anderen Seite habe ich auch noch ein kleines Schränkchen jetzt. Da kann ich dann ja auch noch mal so ein paar Sachen hinstellen. Ja, Bruno hat jetzt hier sein Plätzchen so ein bisschen gefunden. Dann kann er immer hier noch gemütlich liegen. Das ist gar nicht mal schlecht. Annika kam auch gerade. Sie kommt vom Kalenderpacken. Moin. Du hast jetzt alle weg, glaube ich, ne? Bis auf die heutige Bestellung, die reingekommen sind. Genau, und einer hat seine Adresse nicht richtig geschrieben. Vielleicht weiß ja schon jemand. Aber hast du eine Mail hingeschrieben, mach oder? Mach ich gleich. Ich Achso. Ja, das Video kommt dann ein bisschen später. Achso. Ja, und denk dran, bis zum 18. versenden wir noch, ne? Dann ist das Thema durch für dieses Jahr. Denn hier geht das im nächsten Jahr weiter. Die Bestellungen, die dann reinkommen. Also es ist nicht, dass wir gar nichts mehr versenden, aber dann hat der Hof hier oder der Hofladen Betriebsferien versandtechnisch. Ja. Ja, Fleisch auch, das ist ja denn noch diesen Dienstag, der jetzt kommt, ist der letzte Fleischversand für Rind und Schwein und so was. Ja, dann haben wir das ja das letzte Mal jetzt nochmal hier angekündigt. Ja, der Stapler ist hier jetzt am Laden, den habe ich vorgestern spätnachmittag rangesetzt. Wir haben jetzt dann zwei Tage später vormittags. Und er ist immer noch nicht voll, also das verstehe ich nicht. Normal, also so lange, dass das Moment dauert, kann ich alles nachvollziehen, ne? Aber das verwundert mich schon, weil so ein Stapler wird ja in der Regel jeden Tag benutzt und er wird ja nicht zwei Tage laden müssen oder länger. Entsprechend mache ich das jetzt erstmal aus. Kann ja auch sein, dass so hier mal Zellen kaputt sind oder so. Sonst habt ihr noch gesagt, beim Laden immer den Deckel offen lassen. Gut, habe ich notiert. Und bevor du Wasser einfüllst, einmal laden. Das wusste ich. Ich habe die auch geladen. Mich wundert ja auch, dass sie leer war. Aber einen Tag vorher, ich weiß nicht, muss ich das zwingend laden und direkt dann befüllen? Oder langt das? Also ich hatte es ja da drin einmal geladen
Und dann hier, ja, einen Tag später, oder was war das, ne? Anderthalb Tage später habe ich den hier rausgefahren und dann geladen. Ja, und deswegen wundert mich auch, dass die Maschine jetzt so lange braucht. Da habe ich ihn auch nicht vollgeladen, da blieb er auch an der mittleren Lampe so hängen. Da dachte ich, gut, das wird sich dann ergeben, wenn ich hier Wasser reingefüllt habe. Aber das hat ja auf jeden Fall keinen positiven Aspekt dazu gegeben. Sonst habt ihr mir noch geschrieben, wenn diese weißen Punkte hier hochkommen, dann verschließt das. Das hat er auch überall getan. Ja, also ich komme dank euch da auch echt immer weiter rein. Da nochmal vielen, vielen Dank für, dass ihr mir da so tatkräftig Unterstützung gebt. Ich habe auch per Mail, habe ich gesehen, ein paar Anleitungen bekommen, habe ich aber auch noch nicht gesichtet. Da muss ich nochmal reinschauen. Also auch da geht auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Dankeschön raus für eure Bemühungen dazu. Wirklich, das ist mega und bringt mich da ein ganzes Stück weiter. Cool, das freut mich, dass euch das Projekt auch so gefällt. Ja, mega. Dann wollen wir, ich weiß nicht, rein theoretisch, ich denke immer so, wenn so ein Ding in der Firma wäre, würden sie jetzt das Ladegerät ausstellen, Stecker rein und losfahren, weil sie es ja brauchen. Aber ich lasse das jetzt nochmal einen Moment abkühlen. Ich kann ja nicht schaden, ne? Ja, sonst noch eine Sache, die ich euch nochmal sagen wollte. Wir haben ja hier ein separates Ladegerät, ne? Das steht ja hier. Und die neuen, also die ganz neuen, die haben das Ladegerät schon komplett im Stapler integriert. So wie ich das gesehen habe oder gehört habe. Hammergeil eigentlich, weil du kannst ja, das ist jetzt nicht super schwer, aber vielleicht irgendwo, wie ich das ja auch, weiß nicht, 50 Kilo oder so, das kannst du ja nochmal an Gewicht am Stapler integrieren und du brauchst ja nur mit Kraftstrom an den Stapler rangehen und hast alles da drin dran. Eigentlich eine geile Sache, ne? Ja, das ist schon cool. Naja, gut, soweit so gut. Dann haben wir ihn aber auf jeden Fall geladen. Dann will ich mal gucken, ob wir mit dem Vorschub da jetzt weiter rankommen, dass er noch ein bisschen mehr Vorschub hat. Ich bin mal wirklich sehr gespannt. Ja, wir wollen uns heute hier ransetzen und hier den Streueimer abbauen. Den hätte ich nämlich gerne, also hier nützt er mir einfach gar nichts, ne? Und ich könnte den, hoffe ich, anderweitig gebrauchen, sonst würde ich den einzeln verkaufen. Aber eigentlich ist der Plan, dass ich den Streuer hier, der hat ja diese Scheiben, auf meine Wiesenschleppe setzen möchte, um Gras nachzusehen. Das wäre eigentlich ein richtig geiler Nebeneffekt, den er machen könnte. Und ja, dafür muss er einmal abmontiert werden. Die ist ja 6 Meter breit, die Wiesenschleppe. Ich hoffe, ich komme mit den Streudingern auf 6 Meter irgendwie, dass man das gemacht kriegt, weil auf 12 Meter auf dem Striegel, glaube ich, ist zu doll. Ja, das gucken wir uns mal an. Und das kann gar nicht schlimm sein. Dafür holen wir den einmal raus und dann hier, ja, gucken wir uns das gleich mal an. Ja, dann müssen wir hier einmal das Gewicht weg haben. Ich wollte jetzt nicht wieder den Stapler hier runterprügeln, weil ich glaube, wir sind da noch nicht so mit der Leistungsstufe, dass das passt und jetzt nur für das Gewicht hier hin lohnt auch nicht. Weil der schnappt das ja hier. So, fahren wir das mal zur Seite und dann können wir gleich mal den Grupper rausholen. Hier merkt man, der Arsch wird ein bisschen leichter, aber er schnappt das, ne? Weil wir jetzt auch ganz hinten ran haben. Das geht gerade so. So, der Fan-Tank hier, schon mal vor dem Grupper, den holen wir jetzt gleich raus. Vorher soll ich oben noch mal schnell Platz machen, weil den fahre ich dann in die Werkstatt rein. Das ist doch ein bisschen angenehmer. Dann brauche ich nicht so viel Werkzeug hin und her schleppen. Und ich habe den Stapler da zum Abheben, das bietet sich auf jeden Fall an. So, den kleinen haben wir hier schon mal raus. So müsste ich eigentlich reinkommen. Wenn wir hier gleich noch den Reifenmontierwagen weg haben. Ich habe schon mal, jetzt fängt es jetzt an zu flackern, so, den Kran hier von den Leitplanken gehoben. Bin aber echt noch nicht zufrieden mit der Schubleistung hier vom Stapler. So, wenn wir jetzt hier mal gucken. Er hat so schwer hier nur diese kleine Steigung, das hat er vorher nicht. Also da muss noch ein bisschen was drin sein. Jetzt fährt er natürlich nur mit einem Motor, das ist klar. Aber seht ihr das? Und ich, wie gesagt, ich weiß ja, dass er mehr Feuer hatte. Er fährt nur auf der kleinen Stufe. Fährt auch nicht schnell genug. Irgendwo wird noch ein kleiner Fehler liegen.
So, dann wollen wir mal die ganzen Schläuche lösen. Die müssen wir alle einmal lose haben. Also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich das auf 6 Meter verteilt bekomme. Ne? Ich werde sonst alternativ nochmal bei Einböck nachfragen. Die sind in der Regel sehr hilfsbereit. Waren sie auch hier bei dem Grupperumbau. Haben sie mir gleich Fotos zugesendet, wie sowas auszusehen hat und so. Das ging wirklich sehr gut. Da war ich sehr zufrieden mit. Ich habe ja noch Verteiler. Ich könnte quasi jeden Schlauch hier nochmal einmal teilen. Ne? Dass da eben ein Schlauch zwei Dinger bedient. Na. Aber so ein Verteiler sieht so aus, da geht der dicke Schlauch rein und dann kommen hier zwei eben dünnere raus wieder. Ja, weiß nicht, ob das mit den Prallblechen funktioniert, aber davon hätte ich ja noch nicht genug da, aber schon mal ein paar. Jetzt die alten Schläuche, kannst du sofort merken, die gehen dann deutlich schwieriger. Ja, und ich denke sonst zum Gras nachsehen, über die Prallbleche vorne an der Wiesenschleppe, das wäre schon eine gute Sache. Ich denke, das würde sehr gut funktionieren. Gar keine Frage. Ja, muss man mal gucken. Das wäre für uns jetzt, so wie wir unseren Betrieb gerade aufgestellt haben, das Sinnvollste und Klügste, meiner Meinung nach. Weil nachsehen musst du doch irgendwo jedes Jahr ein bisschen. Und ja, wir haben den ja. Und dann können wir ihn ja auch effektiv einsetzen. Das ist ja gar keine Problematik. So, nehmen wir hier schon mal die Schelle ab. So. Weil hier der Schlauch soll auch ab. Muss ich gleich nochmal einen Föhn haben, dass ich die kleinen Schläuche alle abbekomme. Sonst muss ich nämlich alles in einem Zuge nehmen, wenn ich das hier jetzt nicht löse. Und so können wir den Lüfter dann gleich extra nochmal abnehmen. Ey, Verstellpaddet. So. Sehr gut. So, dann wollen wir den einmal anschnallen, dass wir den gleich mal abheben können. So dachte ich. Dann brauchen wir mal zwei Gurte. Oh, ich noch schnell einen Zugleich. So, das sieht doch schon mal gut aus. Sehr gut, dann können wir ihn lose schrauben.
so ran. Ja. So, dann sollte er eigentlich lose sein. Geil. Nicht, dass er da noch runter rutscht. Eigentlich müssten die Schläuche so kommen. Oh, ich habe einen gar nicht lose. Ein Schläuchchen übersehen gehabt. Jetzt sollte alles mitkommen. Sehr gut. Gut, dann kommt jetzt hier noch meine Sägeschiene raus. So, Nummer 1. Lass das erstmal hier liegen, das kann ich besser nachher alles sammeln. Da fallen sowieso Scheiben runter und so. Dann weiß ich ungefähr, wo die Scheiben liegen. Ja, und dann gleich noch den Lüftermotor ab und dann haben wir das schon. Also mehr ist das eigentlich gar nicht. So, die Sägeschiene wieder runterschmeißen, sehr gut. Ja, die Schelle kann ich noch abnehmen. Guck mal, dann hat man hier sogar einen richtig schönen Tritt, ne? Wenn man abschmieren soll oder was. Ups, gut, dann kann der sitzen bleiben. Ja, und dann noch da vorne. So, dann soll ich nur noch dahin kommen.
kann ich leider nicht mit dem Schlagschrauber. Ich habe nicht so eine lange Nuss, aber das ist 24, nicht 27. Verguckt. Dann müssen wir auch nochmal die Nuss schnell tauschen. So, aber jetzt hoffen wir, dass wir noch eine Lose bekommen. Was mache ich hier eigentlich? Ach. Leute, ich drehe auch noch einen falschen Weg. So. Da muss ich mir nochmal, also wir bauen ihn jetzt nur ab, der soll jetzt nicht direkt an die Wiesenschleppe agern. Ne? Aber dann kann man sich da schon mal ein bisschen was ausspekulieren. Wie gesagt, der sitzt sowieso hier immer nur drauf. Und macht nichts. Von daher können wir ihn eben so gut schnell abbauen. Dann packe ich mir das erst hier auf den Dachboden. Komme hier mit meinem Stapler schön hin. Stelle mich schön auf Palette, Zogurt rum. Dann kann ich ihn hochbringen. Ja. Dann haben wir das so. Das war die Schraube Nummer 1. Achso, können wir uns sogar sparen, die zweite loszuschrauben mit Trick 17. Einfach umklappen. Ja, top. So, einmal schnell die Mutti hier schon mal rauflegen. Und dann lassen wir das auch gleich hier nur runter. Dann fahre ich weg und dann haben wir das alles griffbereit. Meine Schläuche dazu. So. Ja, das war's. Dann haben wir alles ab. Keine roten Teile mehr verbaut. So, das ist jetzt alles, was übergeblieben ist. Einmal hier der Lüftermotor, da die Prallbleche und hier hinten dran der Seetank. Ja, mit den Schläuchen. Mehr ist das Ganze nicht. Wie gesagt, das werde ich mir alles auf eine Palette packen. Dann stellen wir es erstmal da hoch und gut ist das. Und dann können wir sehen, wann und was wir davon letzten Endes machen. Aber das Ding ist ja neuwertig und ja, hat nicht gut davon, wenn das immer nur da drauf rumklödert. Und weiter, ne? Ja, das finde ich auf jeden Fall. Geht auch richtig gut mit dem Stapler. Ich sage ja, solche Einsatzgebiete, dafür ist der Stapler gedacht. Ne, da brauche ich nicht extra. Man könnte auch hierfür den Hoflader nehmen, aber wenn ich es jetzt schon noch hochstellen soll, dann fängt es schon an und wird kriminell. Und so kann ich das in einem Zug gleich mit dem Stapler mitmachen. Und das finde ich einfach geil. Ja, schon sieht der Grubber irgendwie viel unspektakulärer aus, finde ich. Wahnsinn. Aber von der Seite kann ich besser filmen. Ja. Ne? Rein theoretisch könnte man jetzt sagen, hier hinten kannst du noch die 6 Bolzen lösen und dann nimmst du die hintere Schiene ab. Das ist ja da, wo die Seescheiben nachher hinten dran waren. Aber hier ist ja immer noch den Striegel und dafür ist es top.
Weil so, ja, ich kann es eh nicht gebrauchen, ob ich jetzt die Platte hier runterflex, ne, das bringt ja gar nichts. Die kann ich mir auch selber bauen, das ist ja gar kein Problem. Hier sind diese Halterungen für diese Verteiler und der ganze Kram, ja, aber das passt ja sowieso nicht. Also von daher bringt mir das Ding nichts so. Ja, Hauptsache ich habe den ganzen Kram von einem Böck hier runter und kann das dann vielleicht auch in meiner Wiesenschleppe verwenden. So ist auf jeden Fall bis jetzt so der Gedankengang, aber vielleicht kommt noch alles anders, keine Ahnung. Aber ich denke, das, wie gesagt, wäre das Effizienteste, dass ich damit einmal streuen dahinter schleppe und zack, habe ich da gleich Gras nachgesät. Also in der Theorie klingt das einfach sehr geil. Na Leute, da geht der Tiefenlocker da jetzt auf die Reise. Er macht sich jetzt zum nächsten Besitzer an den Start. Dann kann er da noch ordentlich seine Dienste verrichten. Schön 39 Pfennig. Oh, der wird ordentlich arbeiten. Der soll hier bei uns im Norden arbeiten und in Mecklenburg wird er auch zum Einsatz kommen, wahrscheinlich. Also der wird ein bisschen was von der Welt jetzt sehen. Jo, dann wollen wir mal sehen, dass wir alles hochkriegen. Ich habe den jetzt hier verschraubt auf der Palette, also der kann nicht runterfallen. Ganz wichtig dabei. Ne? So, immer jetzt fehlt ihm wieder ein bisschen Dampf, ne? Wir kommen nicht mal hier rum um die Kurve, wenn ich ganz einlenke. Ganz ehrlich, das will ich auch nicht mehr vermissen. Also das ist schon echt cool. Natürlich hier ist das jetzt blöd, dieser Balken da vorne stört, deswegen komme ich nicht ganz ran. Das ändert sich ja, wenn wir den Boden rausnehmen. Hier so, wollen wir nochmal aufräumen, da liegt noch ganz viel Schrott oben. Das können wir auch schön mit dem Stapler alles runterholen nun.
ja, Reifen oder Felgen für die Amazone habe ich da noch für die Drille, die für die Breitreifen, die werde ich wahrscheinlich nochmal verkaufen. Und naja, dann will ich ja hier immer was reinstellen auch, dann ist das natürlich noch eleganter, ganz klar. Aber nee, geht super, ne? Nur er muss noch ein bisschen mehr Schub haben, die Lösung werden wir auch noch finden. Da komme ich jetzt nur nicht die nächsten Tage bei, weil ich hoffe, dass der so viel Schub hat, dass ich die Kabine versetzen kann. Und dann wollen wir erstmal hier weiter tüdeln, ne? Und vielleicht hat ja auch jemand den entscheidenden Tipp hierfür, weil ich habe schon gemerkt, da sind tatsächlich sehr, sehr viele Linde-Spezialisten unter euch. Also Wahnsinn, da habe ich nun überhaupt nicht mit gerechnet. Das freut mich natürlich sehr, auch wie gesagt, für alles, was ich da per Mail bekommen habe. Vielen, 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 vielen Dank. Richtig geil. Und ja, hammergeiles Fahrzeug. Ich bin da richtig happy mit, weil der auch so klein ist. So einen schönen kleinen Turm und sowas, also echt geil. Und da werden wir auf jeden Fall immer weiter reinkommen in die Materie hier. Ja, meine Vermutung liegt ja in einem von diesen beiden Platinen. Eventuell in dieser Platine hier. Die habe ich auch noch nicht durchmessen lassen. Na, gehe schon auf Deckelchen. Ne? Das ist ja anscheinend die Zeitsteuerung oder irgendwie so schimpft sich das. Und hier. Seht ihr das? Da? Das ist nicht schick. Das ist von diesem schwarzen. Ja. XO635. Und ich könnte mir vorstellen, dass sowas Probleme macht. Ich wollte noch mal gucken, ob man das kann. Man kann ja alles durchmessen. Gegebenenfalls hier einmal irgendwie mit Isopropanol oder so reinigen. Und ja, mal schauen. Das wäre noch so eine Variante, wo ich sage, da vermute ich eine Fehlerquelle, aber es muss natürlich auch nicht so sein. So, dann wollen wir hier nochmal ein bisschen anheben. Ja, ich werde hier auch, wie gesagt, noch eine Traverse für bauen. Aber jetzt zum Wegstellen wird das auf jeden Fall so lang. Ich will nur die Arme hier einmal jeweils festbinden, dass sie nicht mal runterfallen. Keine Lust, dass mir, wie gesagt, wir wollen da sowieso lackieren, aber muss ja nicht mehr zerkratzen wie nötig. Das mag ich überhaupt nicht. Ja. Und dann fahre ich gleich einmal den Kran hier weg und dann wollen wir mal gucken, ob wir die Kabine irgendwie sinnvoll an den Stapler hängen können. Da habe ich auch noch nicht so richtig den Plan für. Aber mal schauen. Das ist schick. Das mag ich gerne, wenn diese Arme dann, das nervt mich tierisch. Die fallen da ja jedes Mal so runter. Und, nee. So, ja, den können wir eigentlich so baumeln lassen. Brauchen wir vielleicht auch beim Triebsatz hier den Kran. Hebe ich die andere Seite, muss ich schnell per Hand ausheben und dann kann der schon wieder in die Richtung verschwinden. Aber geiles Ding, also ich bin auch froh mit dem Kran. Ach, das ist schon echt ja, nett und haben sowas. So, dann wollen wir mal sehen, ob das überhaupt mit dem Heben irgendwie geht. Ich muss den ja ziemlich an der Spitze haben. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Da müssen auch noch Bolzen rein, dass das Tau nicht weg kann. So, Versuch Nummer 2. Gehen tut es. Ich weiß nicht, ob das jetzt so geil ist für die Gabeln. Da würde ich mir auf jeden Fall noch mal sehen. Am besten wäre so eine Art, es gibt ja für diese
wo die Zinken aufgeschoben werden, so Big Back Halter. Dann kannst du so eine Kabine da auf jeden Fall schön damit anheben. Jetzt wollen wir versuchen, dass wir hier unter eine Palette bekommen. Da bringt mir das auch nicht viel. Das ist noch nicht so. Bestens ist irgendwie so einen Wagen auf Rollen bauen, ne? Wo das dann nachher drauf steht. Kann man das hier durch die Gegend fahren. Ja, ich habe schon gemessen, wenn das hier rein soll, müssen diese Kotflügelverbreiterung einmal runter. Ich meine, die müssen sowieso runter. Dann sind wir auf knappe 2 Meter. Anstatt jetzt 2,60, glaube ich, waren das. Und 2,30 ist mein Loch nur. Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Ja. Gut. Wie gesagt, sonst, also es geht ja alles schön und gut, aber geil ist das nicht. Also bin ich jetzt noch nicht so überzeugt von dem System, so wie ich das jetzt mache. Da werden wir noch eine Modifikation vornehmen. Weil so, ich meine, wir können das immer mit dem Kran da wieder raufheben, ist gar kein Problem. Habe ich jetzt auch nicht so die Bedenken vor. Das mache ich lieber wieso. Gegebenenfalls kann man, wenn man dann eine schöne Stütze hat, den schon dahin fahren, dann kann der Kran an der Stelle stehen bleiben, wo er jetzt steht. Und dann kann ich das abnehmen von dem Gestell. Das wäre schön, so ein, wisst ihr, so ein Gestell auf Rollen, wo ich dann auch mit der Gabel unter kann. Das wäre eigentlich am sinnigsten, dass wir uns sowas noch bauen. Das macht wirklich sehr viel Sinn. Naja, aber nichtsdestotrotz, es geht ja so. Der hebt es, das ist schon mal gut. Wir wollen es ja auch nur in dieses Fach reinfahren. Aber vorher muss ich dann sehen, dass ich hier die Kotflügel einmal demontiere. Sind ja auch nur 200 Schrauben pro Kotflügel. Das ist ja dann doch schnell gemacht, das Ganze. So, ich musste das Ganze jetzt hier abflexen. So vergammelt die Schrauben. Jetzt hoffe ich, dass wir den so bekommen. Und ob ich da noch ein bisschen hämmern muss. So, zack. Und schon sind wir auf Pflegereifen eingestellt hier. Ja, und hier ist das eben auch wichtig. Hier zwischen fangen die irgendwann an zu gammeln. Ne? Deswegen wollen wir das so oder so trennen. Dann haben wir das gleich. Dann kann das nämlich erstens fürs Lackieren ist das einfacher und. Ja. Top. So, alles ist erledigt. Dann wollen wir mal sehen, ob wir das Ganze denn da reinbekommen. Ich sehe schon gerade von der Höhe wäre das gleich schwierig. Nicht so schön gerade vor, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Ja Leute, es hat geklappt. Sehr viel gelinscht, aber klappte. Ja, ich werde mich noch mal ransetzen und irgendwann so ein Gestell bauen, dass wir den auf jeden Fall hier noch aufbocken können und dann auf Rädern haben und dass ich dann auch mit der Palettengabe unter kann. Ne? Das werden wir definitiv bauen, schon alleine, um die Kabine so auf Palette dann quasi hier hochzusetzen und mit dem Kran abzunehmen. Das wird die Lösung werden. So werden wir das dann auch in Angriff nehmen. Ja, aber da sind wir noch ein bisschen weg von. Gut,
Ja, Stapler, wie gesagt, also er läuft, aber ihm fehlt der Vorschub, also definitiv, das ist so, da fehlt noch eine Leistungsstufe, das kriegen wir in den Griff. Gut, andere Sache, jetzt wollen wir schnell den 311er raushaben und den Hoflader rausholen, dann ist der nämlich schon mal draußen und dann wollte ich auch gleich den 926 hier hochhaben und 415, dass dann alle Kameraden hier oben schon mal stehen. Ja Leute, dann wollen wir mal sehen, dass wir den Hoflader hier rausbekommen. Erstmal gucken, ob er startet. Ich habe nämlich ein Ladegerät hier dran gehabt, aber ich hoffe, dass das auch ordentlich überlädt. Bei dem Ladegerät hier weiß ich nie so genau. Das kann glücken, muss aber nicht. Sag ich ja, das ist ein... Weiß ich nicht, mir gefällt das Ladegerät nicht so. Kannst vergessen. Selbst wenn ich die beiden Klemmen aneinander packe, funkt es nicht. Obwohl das Ladegerät summt. Also, naja. So, mal mit Überstartgerät hier. Dann gucken wir mal, wie das klappt. Na, dann war es schon fast da. Dann kommt er sofort. Ein bisschen Gas muss ich noch kurz geben mit der Hand, aber. Der läuft. Laufen wieder richtig gut jetzt. Ja, dann wollen wir das Monster mal rausfahren. Zwillinge habe ich jetzt noch mal nachgezogen, ein Stück vorgefahren. Dann können wir damit mal Attacke geben. So, dann haben wir den nämlich schon mal draußen, falls da jemand den ansehen möchte. Wie gesagt, der steht ja aktuell bei Kleinanzeigen zum Verkauf, denn hier haben wir da alles zurecht. So, dann haben wir den hier griffbereit. Das war schon mal sehr gut. Ja, ist wie gesagt nicht der schnellste, aber sonst funktioniert alles. Ja, und ich glaube, dass mit der Geschwindigkeit kannst du noch, wie gesagt, über dieses Steuergerät da einstellen. Das kannst du reparieren. Ja, aber top. Ich bin richtig happy. Der läuft echt gut. So, dann kann mein kleines Baby hier hochkommen. Mann, der Arme. Das ist ja sonst Sünde. Dann werde ich morgen sehen, dass ich den Mulde da reinbekomme. Aber das ist doch schöner im Hellen, als im Dunkeln wieder reinzufahren, bevor man irgendwo gegenstößt. Da hat ja auch keiner was von. Ne? Ja. Aber das wird top, wenn wir die noch reinbekommen. Dann bin ich richtig happy. So. Und dann können wir hier alle Fahrzeuge wieder reinfahren. Ja, und das bot sich halt an, ne? Weil der 311er gerade draußen ist und 415 und so. Da hatte ich gerade den Weg frei. Dann kann der Hoflader schnell rauskommen. Ja, die Chance muss ich ja nutzen. Oh, du hast doch richtig Platz hier in der Bude. Ne? Da könnte noch ein Trecker mehr stehen. Ja, nee, richtig cool. Nur der Stapler, das nervt mich extrem. Der kommt nicht mal. Also hier ist nur ganz leichte Schrägung. Ah, das wurmt mir ja wieder in den Fingern. Ne? Das glaubt ihr nicht. Ja. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Weil er das ja draußen auch sporadisch hatte. Ne?
Jetzt bin ich am Überlegen, ob der Kondensator, weil der gar kein Plus und Minus mehr hat, überhaupt der richtige ist. Nicht, dass der nachher falsch ist. Wisst ihr das? Oder ist das egal? Wenn er jetzt fährt, fährt er. Kann das daran liegen oder nicht liegen? Weil da bin ich nicht im Bilde. Ich habe hier extra meine Daten hingeschickt und den hingekriegt. Der hat ja auch dieselben Fahrrad, aber eben für 330 Volt. Aber es sollte ja nichts ausmachen. Ne? Ja, das ärgert mich ein bisschen. Also das, der muss noch volle Leistung haben. Aber trotz dessen kann man machen, was man will. Hammergeiles Ding, finde ich richtig praktisch. Das bringt richtig Spaß, den zu benutzen. Ja, Leute, denn war es das aber auch zu diesem Video. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn ja, vergesst den Daumen nach oben nicht. Kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.